Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Robo Mechanic Simulator hier aus TGM Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, wir haben hier unser kleines, ja, wen haben wir denn hier wieder? Ich glaube, das ist Spirit diesmal, der hier steht vor uns. Und wir müssen einen Motor finden, der eventuell leicht defekt ist. Zumindest wurde uns das berichtet im Vorhinein und ich vermute, es wird dieser sein hier. Ja, dieser ist es auch. Ja, dann wollen wir den nochmal rausbauen, ne? Wenn das jetzt wirklich dieser Motor hier nur ist. Gucken wir mal noch. Das sieht alles ganz gut aus hier. Das, da ist nichts kaputt dran. Ja. Sieht ganz gut aus. So, dann wollen wir den nochmal ausbauen. Dazu brauchen wir die 1 und dann können wir diesen Motor hier einfach mal rausnehmen. Wir müssen hier drei Schräubchen rausdrehen. So, eine Steckverbindung abmachen. Na, komm. Dankeschön. Wunderbar. Und dann haben wir hier wunderschönerweise einen Motor. Und den werden wir uns jetzt mal gleich angucken auf der Werkbank. So, hier sind wir an der Werkbank. So, dann können wir hier Repairing machen. Da haben wir die Engine. Den R20 ist das. So, den können wir auseinandernehmen. Oder wir können den ja natürlich erstmal F3-mäßig. Also erstmal können wir den Deckel abmachen. Ich glaube nicht, dass der Deckel kaputt ist. Aber das schätze ich mal nicht. Ich denke mal, dass wir hier drinnen wieder irgendwelche Kohlendinger sein, die dann kaputt sind. Aber dazu gehen wir jetzt in den Inspektionsmodus. Klicken hier mal ein bisschen was an. Was man, oh, guck mal, da ist schon ein kaputtes Teil. Das ist heil. Oh, das ist auch kaputt. Okay. Also, da ist der Rotor ist kaputt und eine Brush ist kaputt und die obere Brush ist heile. Das heißt, wir müssen einen Rotor und eine Brush uns mal schnell produzieren lassen hier, bevor wir es ausbauen. Dann können wir es gleich wieder einbauen oder... Naja, so, das sind Electronic Parts, hätte ich gesagt, oder? Oh, nee, das ist hier ein Part. Rotor vom R20 hätte ich einmal und eine Brush vom R20 Motor. Gar nicht mal so billig, ne? So, die werden jetzt hier hergestellt. So, dann gehen wir jetzt ganz kurz in die Werkbank, schrauben das Ding da auseinander. Repairing, ja, 20. Genau, remove this part. Zack. Zack. So, ich denke mal, wenn ich den, muss ich auch die Bürste hier rausnehmen. So, und dann nehmen wir den Rotor raus hier. Das sollte ja einfach nur reingesteckt sein. Genau. So, und der müsste jetzt hier gleich fertig sein hier. Oh, wo ist er denn jetzt hier? Der braucht aber lange. Der kleine 3D-Drucker. Naja gut, er ist auch schwer beschäftigt hier. Macht da ein bisschen was. Und es kommt. Gib mir das Teil. Gib mir... Na, ist egal. Entschuldigung. So, das nächste Teil sollte aber schneller gehen. So, dann haben wir jetzt hier schon mal gleich... Kommt da. Da kommt der Motor rausgekullert. Da ist er. Haben wir ihn. So. Ich hätte jetzt echt gedacht, dass ich in der Zeit, in der ich das schraube, dass das Ding hier fertig durchproduziert. Vielleicht hält aber auch die Zeit an, während man dort schraubt. Weiß ich nicht. So, hier sieht man aber auch die ganzen Decks, die sind ganz schön dreckig, aber das stört mich jetzt nicht. Hier hinten hat auch nochmal eine Kamera. Guck an, hier hinten. Der muss er ja, ne? Ach, guck mal, hinten hat er auch nochmal eine Hazecam voll. Ach, guck mal, die hat er nicht nur vorne. Ah, okay, hat an der Seite auch noch Kameras hier? Kann man sich ducken? Nee, kann man nicht. Hm, na gut. So, dann haben wir hier jetzt das nächste Teil. Also, dann wollen wir hier mal schnell den Motor fertig machen. Repairing, Engine. Ne, wir wollen einbauen. Und zwar wollen wir einen niegelnagelneuen Rotor einbauen. Wir wollen hier unten eine niegelnagelneue Brush einbauen. Genau. Schraub. Schraub. Und dann wollen wir hier natürlich auch nochmal eine Brush einbauen. Sehr schön. Und dann machen wir den Deckel wieder davor, damit der Motor zu ist. Oh, das ist aber auch nicht angeguckt, ne? Aber ich denke mal, der Deckel wird jetzt nicht das Problem sein. Wir können ihn natürlich nochmal inspizieren. Ja, der sieht gut aus. Wunderbar, dann können wir den Motor jetzt hier wieder einsetzen. An unserem wunderschönen Spirit. Zack, da ist er dran. Bitteschön. Mal gut, dass wir einen 3D-Motor haben, der so feine und komplexe Teile wie einen kompletten Rotor gedruckt kriegt, ne? Den hätte ich jetzt eigentlich auch als zu komplex angesehen, aber na gut, hat ja auch ordentlich gekostet an Materialien und ähnlichem, ne? Da muss man ja dann dazu sagen. So. Mein kleiner Spirit. Warte mal, ich klicke mal hier drauf. Kann ich nicht auf andere Sachen klicken?
So. Wenn wir ein schönes Foto von ihr machen. So. Gut, dann, nee. Resume. Was? Was ist los? Oh oh. Oh oh. Oh oh. Wir haben einen Bug. Wir haben einen Bug gefunden. Wir hängen im Menü fest. Verdammt. Ich muss das Spiel leider Gottes jetzt ganz kurz beenden. Ah, ja, das ist aber schade. Es ist ja aber wirklich schade. Kann ich hier nochmal? Wenn ich hier jetzt rausgehe und dann so? Nee. Komme jetzt nämlich nicht dahin, wo ich hin will. Muss ich leider beenden, einmal ganz kurz das Spiel. Schade. Das ist wirklich sehr schade. Aber gut, das ist Early Access, das gehört dazu, dass wir da dann durchaus auch mal in einen Bug reinlaufen. Jetzt dauert das hier Ewigkeiten, ehe er jetzt hier uns den Spielen-Button wieder gibt. Jo, was ist denn los? Steam, hm? Ah ja, jetzt haben wir den Spielen-Button wieder. Gut, dann sehen wir jetzt das Reinladen in dem Spiel auch mal. Mal gucken, ob das jetzt, nee, das hat er noch nicht abgegriffen hier mein OBS. Jetzt haben wir ja die Early Access, da steht es auch gerade, ne? Also es ist noch nicht finished. Es kann immer noch was passieren, können immer wieder Bugs drin sein und ähnliches. Das finde ich übrigens, das sieht auch sehr cool aus hier, dass hier dann so ein bisschen Pseudocode durchläuft, ne? Was anderes ist das hier wahrscheinlich nicht als Pseudocode. Wie das aussieht, ist es auch immer das gleiche, bloß überlagert. Ja. Ja, bei 5% steht aber eine ganze Weile hier. Jetzt läuft hier noch mehr ein bisschen Pseudocode durch. Also man kann hier ein bisschen was erkennen, aber wie gesagt, das ist wirklich wahrscheinlich nichts Sinnvolles. Irgendeine Positionsberechnung ist da dabei. Keine Ahnung, wo das herkommt. Ist aber nicht weiter schlimm. Sieht aber sehr interessant aus, muss man ehrlich sagen. Das haben sie schon häufiger mal, oder habe ich schon häufiger den mir angucken dürfen jetzt mittlerweile. So, okay, dann starten wir jetzt wieder rein und gehen natürlich als Death Sergeant Master Shrew wieder ins Spiel. So, und dann gehen wir hier durch, Enter the Hangar. So, man muss nicht gleich wieder kaputt spielen. So, okay, und jetzt müssen wir ja hier eigentlich nur noch an diesem Teil dran irgendwo hier den Stecker reinstecken. Ich muss das doch restart the drivers. Ja, genau, das muss ich machen. Wo ist denn? Hallo? Wie gewöhnlich war doch sonst? Ah ja. Ich muss in den richtigen Modus gehen. Alles klar. Gut. Dann können wir das hier jetzt wieder. Ach, das ist ja einfach. Okay. Das ist ja einfach. Den da nehmen. Den da nehmen. Drehen, hier draufklicken, plus 4 und dann sind wir durch. War ja auch was Einfaches, war ja einfach nur sozusagen den Dings neu berechnen oder neu machen, diesen Motor da oben. Das ging ja ganz fix. So, F war es in diesem Spiel. So, Complete Order, Accept. Und dann sind wir promoted worden. Wir sind wieder einen Rang aufgestiegen. Ich weiß nicht, welchen wir jetzt sind. Ach ja, da sieht man irgendwas mit so einem Dach. Namen sehe ich nicht dazu. Macht aber nichts. So, jetzt nehmen wir mal so einen roten Auftrag hier. Als Standardauftrag 25 Minuten. Ach komm, wir machen mal Premium. Machen wir Premium. Ja, wenn irgendwas passiert, ist auch doof. Premium Requirements 25 Minuten. Ach, immer als Standard. Wir wissen nicht, was kaputt ist. So, müssen ihn angucken. Und 7000 Ressourcen kriegen wir. Also da könnte einiges kaputt dran sein jetzt. Aber es ist ja eine kleine Kiste. Die können wir komplett auseinanderschrauben mal. So, Place Select hier. Dann brauchen wir jetzt hier unser kleinen Kranspiel wieder. Ja, Master Shrew meldet sich an. Crane. So, dann einmal bis dahin fahren zu dieser kleinen Kiste. So. Runter mit dem Schlitten. Connecten. Ablegen. Und fertig sein. So, Exit. Dann fix. So, und jetzt haben wir hier unseren kleinen süßen Robby wieder mal. Da kann hier jetzt nicht allzu viel dran sein, aber wir gucken uns ihn ganz genau an.
Und fangen hier bei dem Teil an. Machen schon mal ein schönes Foto von ihm, weil das sieht gar nicht mal so schlecht aus. So, und dann können wir in den Inspektionsmodus gehen und dann inspizieren wir einfach mal durch. Könnt natürlich auch einfach durchlesen, wo hier was ist dran. Oder was er meint, was defekt ist. Also die Wheels sehen erstmal gut aus. Man könnte natürlich auch lesen, ja, das stimmt. Ich habe ja nichts gefunden, was kaputt ist. Kann ich nicht inspizieren? Das kann ich inspizieren, okay. Noch nichts zu sehen. Vielleicht müssen wir auch bloß reinigen. Aber sauber scheint er ja auch zu sein. Hier hinten schön ist noch alles. Kann man nicht inspizieren. Okay. Da ist noch irgendwas zu inspizieren dazwischen. Okay. Jo, was ist denn dein Problem? Noch wissen wir es nicht. Okay, das ist irgendwas. Na, kriege ich das Gehäuse dort? Na, kriege ich nicht, okay. Gut, das ist irgendwas internes anscheinend. Ja, da müssen wir ein bisschen was abbauen hier mal von der Kiste. Dann gucken wir doch mal, ob wir dann. Nee, nicht. Edition, sondern. Ach, das kann ich nicht removen, weil hier noch eine Antenne dran ist. Okay, dann müssen wir die erstmal abbauen. Na gut, das ging fix. Dann nehmen wir die Antenne runter. Okay. Da noch. Dann haben wir jetzt das Solarpanel runtergeholt. Das RAM-Cover. Okay, so, und dann haben wir hier eine ganz große Platine und dann gucken wir mal mit dem Modus. Der Platine scheint alles heile zu sein. Okay. Aber sonst ist hier eigentlich nichts großartig mehr, wo noch was versteckt sein könnte, ne? Ach, guck mal hier, da haben wir was gefunden. Da haben wir was gefunden, was defekt ist. Ah, guck an hier. Die Teile. Aber auch alle. Okay. Okay, also 4 von den Dingern hat es erwischt. Okay, okay, okay. Gut, ja, dann müssen wir die abbauen, ne? So. Dichte noch. Gehe nicht davon aus, dass ich die reparieren kann. Okay. Laserdioden-Teile. So. Ja. Möchte ich gerne. So. Gut, dann gucken wir mal, ob ich die repariert kriege oder so. Ich kann ja mal hier an den Tisch gehen, ob ich denn hier einen. Nein, kriege ich kein Angebot. Und ich denke mal, ich werde auch an dem anderen Tisch kein Angebot kriegen, dass ich die reparieren kann. Nein, das habe ich mir fast gedacht, dass das nicht geht. Also müssen wir die Dinger neu machen. Das würde ich mal sagen, Non-Electronic Parts. Laser-Dioden-Projektor, davon brauen wir 4 Stück, das dauert ganze 4 Minuten. Na, das ist ja toll. So, dann kann ich aber zumindest wahrscheinlich oben den Deckel schon mal drauf schauen wieder. Weil den brauchen wir wirklich nicht.
Dann machen wir das Cover erstmal wieder drauf. So. Einmal Schrauben, zweimal Schrauben, dreimal Schrauben, viermal Schrauben. So, dann gucken wir mal, dass wir jetzt auch... Ah ja, die muss ich vorher dran. Ah, okay, bevor ich den oben drauf schraube. Deswegen bin ich da nicht dran gekommen, wahrscheinlich auch. Zum Überprüfen. Da komme ich immer noch nicht dran. Sind hier hinten noch irgendwelche Teile, wo man... Guck mal, hier hinten ist auch noch was. Colorkamera, okay. Interessant, ne? Dass alles angebaut ist. Da ist irgendwo so ein Arm, das ist die Platine, die kriegen wir da drin, okay. Also man kann ein bisschen durchgucken durch das Teil hier, ne? Also wenn man jetzt hier drauf ist, sieht man die Platine. Obwohl wir die jetzt da drinnen gar nicht sehen könnten, theoretisch, weil wir das ja eigentlich angebaut haben, ne? Gut, der Deckel ist auch heile. Na gut, so, dann gucken wir mal, wenn wir jetzt im Inventar nachgucken. Und da haben wir ja einiges. Da können wir jetzt auch Warehouse. Hier mal gucken, wie die Dinge aussehen, ne? Können wir sie analysieren. Solar Array sieht toll aus. Hier die Diode, die sind natürlich alle kaputt. Und hier, das muss ich alles mal in den Dings schmeißen. In den Projektor. So, jetzt haben wir hier schon mal eine wieder. Naja, die andere, die ist... Uiuiui, das dauert alles. Das dauert aber alles ein bisschen. Na gut, dann ist das halt so. So, dann gehen wir erstmal die hier an. Eine neue bitte einbauen. Jo. Stecker dran. Stecker dran. Knopf, sagt er dazu. Ich weiß gar nicht. Sollte eigentlich doch alles auch auf Englisch sein, ne? Also, dann heißt es im Englischen wahrscheinlich auch Knopf. Ah ja, guck mal, da ist die nächste fertig. So, Dankeschön. Na, wie weit bist du? 17%. Naja. Ach ja. Hab mich gerade gewundert, was so ein roter Punkt da unten an dem Ding dran ist. Sieht ja alles ganz schick aus hier, muss man nicht ehrlich sagen. Wir gucken nochmal ganz kurz. Hier drin haben wir 19 Grad. Immer noch ziemlich frisch. Aber gut, so ist das Leben. So, dann hauen wir die jetzt wieder dran. Jo. Ist ja nun nicht ganz so viel dran an dieser kleinen süßen Maus hier, ne? Das muss man ja dazu sagen. Der ist ja wirklich sehr niedlich. Könnte eine Runde Dings spielen, Snake. Naja, muss ja nicht sein. Gut. Na komm. Interessant, also die sind aber auch schweineteuer, ne? 600... Oh, wir kriegen auch 7000. Das war schon zu erwarten, dass da wieder irgendwas Teures drin ist, was wir jetzt hier herstellen müssen. Die Frage ist, also Minus kann man ja eigentlich nicht machen, ne? Theoretisch nicht. Also, es sei denn, man baut so eine komplette Sonne neu auf. Das ist auch eine Frage, ob ich sowas komplett neu bauen kann, denn mal. Oh, jetzt aber unscharf hier, so. Genau. Und bitteschön. Anschließen. So, sehr schön. Wozu braucht er die? Die sind garantiert zur Detektion von Gegenständen, hätte ich gesagt, ne? Also das ist ja eine Laserdiodenprojektor. Nee, das könnte auch zur Beleuchtung sein von irgendwas, dass er denn irgendwo Ziellicht sich selber macht, wo er denn hinterher fährt oder so. Wo denn drüber gesteuert wird. Obwohl eine Kamera hat er nach vorne nicht, ne? Doch, da sind Kameras. Black and White Kameras. Na gut. So. 95, 96, 97, 98, 99, 100. So, dann kommen wir hier rausgekullert. Zink. Also. So, dann haben wir die letzte Diode auch. Und dann haben wir hier den kleinen süßen Jungen wieder fertig. So. Bitteschön. Dran damit. Natürlich auch hier den Knopf wieder dran setzen. So, und dann können wir jetzt die große Platine hier oben drauf setzen, das Solar Array. Das ist jetzt, finde ich, so wieder sehr profan bloß angebaut, aber okay. So. Und dann können wir hier die Antenne noch dran setzen. Kluck. Und dann ist er fertig, ne? Dann drücken wir einmal Escape, dann müsste jetzt hier irgendwo der Stecker dran kommen. So, da ist er. Gut. Ja, dann können wir den jetzt hier. Was?
7 ist das Target. Wir haben plus 8, minus 1, plus 6, minus 2. Wie komme ich denn da, wo ich hin will, denn da hin? Komme ich hier nicht lang? Was? Das ist die Batterie. So, ich kann hier aus der Batterie raus. Ich kann die Dinger ja nicht drehen, ne? Geht nicht. So, hier oben wäre ja eine Sackgasse. Hier kann ich nichts hinsetzen. So, also fällt der ja schon mal raus. Also kann ich ja nur hier raus, darüber, darüber, darunter, da lang. Was, also, habe ich plus 8 minus 1 irgendwo? Oder muss ich hier hinten außen rumkommen? Naja, gut, okay. Also, nee. Nee, delete den mal. Da. Da einen Winkel hin, da einen Winkel hin, da einen Winkel hin, hier eine Gerade hin, Winkel, Gerade, 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 Winkel, Winkel, Winkel. So, der Winkel stimmt schon mal, den machen wir so, das so, 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 so. Dann machen wir hier plus 8, da minus 1 und dann müssten wir 7 haben. Wunderbar. Gut, dann haben wir das auch. Das ist komplett. Und dann kann der Auftrag jetzt abgeschlossen werden. Wir werden jetzt ganz kurz hier mal in den Recycler ein bisschen noch was reinwerfen. Das brauche ich nicht mehr. Das nicht mehr, das nicht mehr. Da kriegen wir ein bisschen was wieder raus. Ach, mehr geht nicht rein. Gleichzeitig, okay. Ah, der bringt 250 Ressourcen. Okay, gut, dann hätten wir das auch geklärt. So, gut, dann würde ich sagen, schließen wir den Auftrag ab. Und sagen, wir sind fertig. Accept. Und steigen wieder im Rang auf. Wir sind promoted. Und haben 7.333 Ressourcen gekriegt. Die 333 Ressourcen sind aus dem Verschrotten gewesen. Ressourcenspende 2.700 und 530 XP haben wir gekriegt. Sehr schön. Das war doch auch ein schöner Auftrag. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn wir den nächsten Auftrag annehmen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann könnt ihr gerne ein Like da lassen und oder ein Abo. Ich würde mich riesig drüber freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis denn. Tschüss.